Ding dong, bing bong. Hatte ich schon beim letzten Mal vorgelesen, aber naja. Die Ansage wieder, morgendliche. Executive Committee has an announcement to make. Der liest erst noch vor. Ahem. Hope's Peak Academies Schulausflug-Exekutiven-Komitee hat eine Ankündigung zu machen. Good morning, everyone! Looks like today is gonna be another perfect tropical day! Guten Morgen allerseits! Es sieht ganz danach aus, es würde heute wieder ein anderer, perfekter, tropischer Tag werden. Now then. Weiter. Let's show some enthusiasm and make sure to give it our all today. Nun denn, lass uns alle etwas Enthusiasmus zeigen und sicher gehen, dass wir heute alle unser Bestes geben. Gegenpunkt. Ich setze mich langsam und seltsam auf mein Bett. Mein Kopf und mein Körper fühlt sich so schwer an, aber es ist immer noch eine Verbesserung verglichen mit letzter Nacht. Wir wollten uns alle beim Restaurant treffen. Teru fragt sich nur, was war denn letzte Nacht los? Und gucken wir so auf die Karte. Okay. Ach, hier ist das Restaurant, okay. Welche Überraschung. Rat mal, wer in der Hotellobby ist. Ja, das hätte ich niemals erwartet. Oh. Was machen die denn da? Das ist auf dem Hotel. Oh, beim so. Hotel. Ah, stimmt, hast recht. Ja, was machen die denn da? Also sind alle beim Hotel, alles klar. Hi! Nicht jedermann ist so stark wie Byakuya. Ich hätte niemals darüber nachgedacht, so etwas eines Tages überkommen zu müssen. Überkommen. Ja. Überstehen. Überstehen, überkommen. Synonyme. Na, es ist aber auch nicht so, wie als würde ich einfach nur von meinen Problemen wegrennen, aber. Es ist eher so, als würde ich mein Leben einfach leben, als hätte ich mein Leben einfach gelebt, ohne über sie überhaupt nachzudenken. Naja, und trotzdem, ich bin immer noch in der Lage zu leben. Aber das ist anders. Oh, tut mir leid, wenn ich wieder so negativ bin. Du bist nicht der ultimative Pessimismus. Also, das ist immer noch Hajimes Aufgabe. Ja, offensichtlich. Nein, ich verstehe schon. Mir geht's genauso. Nun, da wir geredet haben, fühle ich mich nochmal abgesichert. Auch wenn es immer noch nicht bestätigt ist, dass der ultimative Pessimismus ist. Einsam zu bleiben wird uns nirgendwo hinführen. Deswegen denke ich auch drüber nach. Auch deswegen denke ich, dass ich denke. Deswegen denke ich, dass wir einander helfen sollten. Ich denke außerdem noch, dass wir stärker werden sollten. Eine Gelegenheit wie diese ist, was uns dazu bringen wird, an der Hoffnung festzuhalten. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Bye now. Nun, ich gehe schon mal zum Restaurant.
Guten Morgen, Hajime. Ja, guten Morgen. Sullen? Ich glaube deprimiert, aber ich kann gerne nachgucken. Mhm. Was soll denn dieses mürrisch. Deprimierte Gesicht? Hm? Ja, mürrisch. Mürrische Gesicht. Naja. Ich denke, ich bin nicht gerade diejenige, die das sagen sollte. Ich konnte letzte Nacht nicht wirklich gut schlafen. Ich hatte vieles in meinem Kopf rumschwirren und ich weiß immer noch nicht, ob ich jemals die Antworten finden werde, nach denen ich suche. Just for kicks. Na, ich. Das muss eine Redewendung sein. Das kann, ich kann mir nicht sagen, ich denke mir nicht, dass sie sagt, Mann, nur für Dritte. Ja, das heißt so viel wie, hier. Ich glaube, nur zum Spaß oder so. Na, ja. Vielleicht sollte ich einfach nur zum Spaß irgendein leckeres Dessert und Tee vorbereiten und Menschen dabei zu einladen, mit mir zu reden. Nur damit du es weißt, es wird ein kompletter Mädchen, ein komplettes Mädchen treffen. Erwarte nicht, dass da Jungs eingeladen sind. Klingt für mich wie eine Entschuldigung für ein Mädchen, ein Mädchengespräch. Worüber reden Mädchen überhaupt? Ich schätze, Jungs werden das niemals wissen. Yeah, yeah. Ich gehe da mal vor. Du solltest auch besser zum Restaurant gehen. Oh, verdammt, ich bin so müde. Mr. Schinkenhände ist so egoistisch. Es ist so schön, wenn man den ganzen Morgen noch ausschlafen kann. Aber wenn wir sowieso Frühstück essen müssen, wo ist das Problem damit, das zusammen zu essen? Nun, ich mag es beim Frühstück einfach Süßigkeiten in meinen Raum zu essen. Und ja, das ist dann eigentlich ganz toll. Süßigkeiten zum Frühstück ist schlecht für deine Gesundheit. Du nimmst zu viel Zucker und Fett dann zu dir. Und wer hat dich zum Doktor gemacht? Red nicht mit mir ohne irgendwelche Erlaubnis. Okay, sorry. Es tut mir leid. Dieser hässlichen Schlampe beim Weinen zuzuhören, da wird mir schon wieder ganz schlecht am Morgen. Vielleicht bist du auch einfach nur schwanger. Wahrscheinlich. Yuko, du hast definitiv die ultimative schlechte Eigenschaft. Also, ein schlechter Charakter. Den ultimativen schlechten Charakter. Hallo. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist los? Ich hab nur guten Morgen gesagt. Warum bist du so schockiert? Das ist das erste Mal, dass ich jemanden begrüßt habe und er zurückgegrüßt hat. Ich bin so glücklich. Könntest du das vielleicht noch ein weiteres Mal für mich tun? Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Was für eine Sorte was hatte sie bis jetzt für ein Leben? Sie ist schon toll. Mikan ist unfassbar toll. Die hat definitiv am meisten Waifu-Potenzial. Mhm. Abgesehen von Chiaki.
Ich weiß auch schon, wem ich als nächstes date, falls sie da noch lebt. Falls sie noch lebt. Ja. Möchtest du aber erstmal Mikan fertig machen oder wie? Mhm. Ja, Shiaki. Shiaki, meine ich. Ja, also wenn möglich, würde ich Shiaki erst so fertig machen. Okay. Und dann heißt es einfach, I don't want to play with you anymore. Wahrscheinlich. Gutes. Mampfen. Was? Ich habe über eine Begrüßung nachgedacht, wenn wir alle zum Frühstück gehen. Es ist ein revolutionärer neuer Satz, der Guten Morgen und Mampfen zur selben Zeit benutzt. Das ist definitiv neu und hip. Definitiv eine neue und hippe Sache zu sagen. Zumindest werde ich dafür sorgen, dass es ein neuer Tipp wird. Ja. Guten Mampfen. So, ich werde es dann mal jedem sagen. Selbst wenn sie es berühmt macht, es wird immer noch nur auf diese Insel begrenzt sein. Ibuki ist immer noch ein bisschen zu lebensfroh, muss ich sagen. Guten Morgen, Shiaki. Shiaki, wo bist du? Wo bist du? Ah, da. Gegenpunkt. Hey. Guten Morgen. Was, wofür war diese Pause da? Ich bin gerade mittendrin, eine große Combo zu machen. Eine große Kettenkombo. Da konnte ich nicht wirklich antworten. Eine was? Ich denke, es ist schon fast Zeit. Ich gehe da mal zum Restaurant. Hab ich sie bei irgendwas gestört? Ja, beim Zocken. Ja, der Hauptcharakter ist halt ein bisschen präsig. Okay, Restaurant, es geht los. Morgendlicher Tag, morgendliches Gespräch. Einige Menschen waren schon im Restaurant. Gegenpunkt! Klebriger Gegenpunkt. Gegenpunkt. Aber niemand hat nur ein einziges Wort gesagt. Während sie da gesessen haben, wenn sie da gesessen haben, sind die anderen, die etwas später gekommen sind, dabei anzukommen. Ah. I've made you wait. Ist jeder Mann hier? Es scheint ganz so, als wäre für Yuhiko noch nicht hier. Vielleicht ist er bereits getötet worden. Ah! Tote Körper schon? Tötet mich einfach, Leute. So, Leute. Ich habe ihn bereits draußen rumlaufen sehen. Wie auch immer. Er hat mir gesagt, dass er uns nicht beitreten möchte heute Morgen. Warum muss er immer sich wie so ein einsamer Wolf verhalten zu Zeiten wie diesen? Ein regelrechter Onkel Wolf. Könnte er. Hat er vielleicht vor, zu planen, jemanden von uns selbst zu töten? Karichi, du solltest nicht an deinem Freund zweifeln. Okay, eine Sekunde. Hey. Ja? Ich möchte mal ihre Definition von Freund hören. Ihre Definition von Freund ist Menschen, die du kennst in deinem Alter. Ja, stimmt. Sie ist eine Prinzessin, sie hat keine Ahnung, was Freunde sind. Nun, er ist immerhin Yakuza, oder ist er das nicht? Du verstehst doch, was es bedeutet. Er ist ein Teil der japanischen Mafia. Naja, ich nehme an, er ist nicht die Art von Person,
die nicht einfach so kommen würde, wenn wir ihn beschwören würden. Beschwören? Herbeirufen. Ich beschwöre dich, Yakuza! Oh, heiliger Yakuza der sieben Weltmeere, ich beschwöre dich. Mhm. Ich denke, ihnen kann überhaupt gar nicht geholfen werden. Wir sollten einfach nur miteinander reden. Irgendjemand kann ihn dann später aufklären. Reden? Worüber reden wir denn überhaupt? Nun ja, ich habe entschlossen, dass wir heute Abend eine Party feiern werden. Hä? Eine Party? That's right. Das stimmt, eine große Party. Vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang. Eine Party, bis die Sonne wieder hochkommt? This is your leader's order. Nur damit wir uns verstehen. Ich werde nicht erlauben, dass irgendjemand von euch nicht anwesend ist. Die Teilnahme an dieser Party ist absolute Pflicht. Huh? Hey, jetzt ist nicht die Zeit, um über sowas wie Partys zu reden. Auf der anderen Seite, es gibt keine bessere Zeit als diese. Aber trotzdem, wir sollten wirklich nicht feiern. Wait. Wart mal kurz. Ich einige mich ja mit Byakuya. Es würde uns nicht gut tun, wenn wir einfach nur so verklemmt bleiben. Ja, wenn wir einfach so verklemmt bleiben würden die ganze Zeit. Hey. Um genau zu sein. Wegen der Situation, in der wir gerade drin sind, ist es wahrscheinlich am besten, wenn wir die Bande unserer Freundschaft miteinander stärken würden. Das hast du auch gedacht, oder? Deswegen wolltest du doch diese Party veranstalten. Hm. Es interessiert doch eh keinen, was ich eigentlich tue. Warum ich etwas tue? Ja, warum ich etwas tue. Wie auch immer. Es ist lebenswichtig, dass wir alle mal in der Nacht an einem Ort bleiben. You fiend. Und du sagst das mit so einer tollen Bedeutung. It's all clear. Es ist entschieden. Wir werden heute Nacht eine Party veranstalten. What? Aber wenn es eben so ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht die komplette Nacht andauern kann. Stop talking. Wenn ich das auch gedacht hätte, dann hätte ich das doch schon von Anfang an klar gemacht, oder? I'm sorry. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid, dass ich probiert habe, mit deinem Plan einzustreiten. Es tut mir leid. I see. Es ist wichtig, in einer Situation wie dieser flexibel zu sein. Vielleicht könnte eine Ablenkung genau das sein, was wir gerade brauchen. Dann lasst uns feiern! Nur wenn das der Fall ist, dann werde ich meine geilen Kochtalente für euch alle mal präsentieren. Hm. Und wo wollen wir die Party veranstalten? Wieso jetzt etwa in diesem Restaurant? Wäre dieses Restaurant etwa okay? Hm. Nein, wär's nicht. Wir müssen noch einen Ort finden, der dafür geeignet ist, so dass keiner von draußen irgendwie eingreifen kann. Ein Ort, wo Monokuma nicht eintreten kann. Wir brauchen einen geschlossenen Ort. Einen geschlossenen Ort? Wenn es das Restaurant nicht tun wird, dann wird es genauso wenig die Lobby tun. Das ist ja immer noch viel zu nah beieinander. Beides immer noch viel zu offen. Außerdem wären es nicht die Häuschen. Mit so vielen Menschen würden wir viel zu sehr eng beieinander liegen. Aber wenn wir doch so nah beieinander sein wollen, dann wären die Hütchen doch die wahrscheinlich beste Wahl.
gegen die Mädchen gedrückt zu werden. Ohne sich irgendwie... ohne sich an den Frauenzug irgendwie raufschleichen zu müssen. Ich fühle mich ja so glücklich. Was hast du gesagt? Ohne sich auf den Frauenzug raufschleichen zu müssen. Ich glaube, das bezieht sich eher auf den japanischen Frauen, also Only-Frauenzug. Es gibt in Japan Züge, die nur für Frauen besetzt sind, damit die nicht von Krabschern halt belästigt werden. Wirklich? Ja, und er meint praktisch damit, dass er sich normalerweise am liebsten in so einen Zug reinschleichen würde, um halt alle Frauen zu begrapschen, sozusagen. Okay. Es ist also praktisch wörtlich gemeint mit dem Woman-Only-Train. Okay. okay. There's something wrong with you. Ich verstehe einfach nicht, wie du überhaupt so einfach so bequemlich diese perversen Aussagen treffen kannst und dann auch noch so laut. Ich bin vielleicht ein Perversling. Aber ich bin die Art Perversling, die jeder mag. Nein. Du ihn? Naja, dein Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Dann, wie wär's mit diesen älter aussehenden Gebäuden neben dem Hotel? Du meinst diese absolute Bruchbude? You're right. Ja, wenn wir unser Bestes geben, um es sauber zu machen, dann wäre es doch perfekt. Und zusätzlich ist es doch gerade mal so die Definition von eingeschlossenem Platz. Und der einzige, den wir haben, richtig? However. Wahrscheinlich. Wie auch immer, Monomi hat verboten, dass wir da reingehen. Wenn ich mich recht entsinne, dann sagte sie, es ist in der Mitte einer Renovierung. Ich hab euer Gespräch mitbekommen. Ich hab es alles mit meinen eigenen Ohren gehört. Ich habe gute Ohren, weil ich ein Hase bin. So, du hast also deine Ohren benutzt. Das ist seltsam. Hä? Was ist denn dann überhaupt der Grund für die Überwachungskameras? Sind sie allein nicht für die Augen von Monokuma verantwortlich? Gegenpunkt! Die Pilze sind interessant. Die einfach im Körper wachsen. Ah, sie sieht so enttäuscht aus. Naja, das ist nicht mein Problem. Wir können das Problem auch ein andermal klären. Allerdings, wegen des alten Gebäudes. Du kamst sicher gerade, um uns etwas zu sagen, richtig? Ja, wenn es jedermanns Bande verstärkt, dann möchte ich nicht zögern, euch zu helfen. Also in diesem Fall werde ich euch erlauben, das alte Gebäude zu betreten. Ich unterstütze eure, dass ihr alle zusammen eine Party feiert. Zusammen? Das wird absolut gar nicht passieren, weil du so ekelhaft bist. Tu dir selbst einen Gefallen und bleib einfach von den Kindern weg. Sie werden sich eh nur ekelhaft spiegeln. Hab ich gerade Kinder gelesen? Ja, du hast gerade Kinder gelesen. Bleib von den Kindern weg. Bleib bitte einfach von den Spiegeln weg. Du wirst dich selbst nur angeekelt fühlen von dem, was du siehst. Deine Worte lassen mich, bringen mich zum Weinen. Also können wir das alte Gebäude benutzen? Und? Dann, was ist mit den Vorbereitungen? Wir sind in der Mitte von der Renovation. Renovation. Renovierung. Also wenn es mitten in der Renovierung ist, sollten wir es nicht erstmal säubern?
habe noch niemals Drecksarbeit wie Säubern vorher gemacht. Ich bin wirklich, ich freue mich wirklich darauf, das erstmal zu erfahren. Absolut nicht möglich. Es gibt gar keine Methode auf der gesamten Welt, wie eine Prinzessin wie du ihre Hände dreckig machen müsste. Ich möchte aber auch nicht arbeiten. Was? Niemand wird's machen? Hey. Nun, wieso entscheiden wir dann nicht einfach, indem wir ein bisschen was ziehen, indem wir einfach Hölzchen ziehen, indem wir etwas Zufälliges ziehen? Ein Zufallsauswahl, okay. Um ehrlich zu sein, ich habe sogar etwas vorbereitet, weil ich angenommen habe, dass sowas passieren würde. Und woher? Wieso? Ja, das ultimative Glück. Ja, trotzdem. Okay, sich die Mühe zu machen, das vorzubereiten. Was hast du denn gedacht, dass passieren würde? Danke, dass das mein Hauptcharakter auch sagt. Naja, wer das Essstäbchen mit der roten Markierung ziehen wird, der wird dafür verantwortlich sein, sauber zu machen. Also buchstäblich, du hast lediglich 8 Essstäbchen-Sätze genommen und 1 rot markiert. Okay, gut. Das ist nicht so viel Vorbereitung. Hört sich das fair an? Ich möchte anmerken, an einer normalen Schule ja. Nun denn, lasst uns unseren Schicksal vertrauen und das Resultat dieses Ziehens erkennen. Okay, der zieht es selber an. Alright. Alles klar, keine große Sache. Einer nach dem anderen hat einen dieser Essstäbchen genommen, die Nagito in seiner Hand gehalten hat. Und... nachdem alles gesagt und getan wurde. What? Oh. Huh? Ich hab die rote Markierung. Für jemanden, der das ultimative Glück genannt wird, scheint sie jetzt gerade nicht sonderlich glücklich zu sein. Ja, den kann man mir auch nicht helfen. Ja, wie bei, also rein theoretisch gesehen ist er da, hat er die einzige Markierung gezogen. Also das ist praktisch schon gewissermaßen Glück. Ja. Und wer weiß, vielleicht wird er deswegen von dem Killing Spree verfront. Weil er das Essstäbchen gezogen hat. Ja, weil er der Einzige ist, der praktisch sicher ist. Also, so, keine Ahnung, vielleicht stirbt ja jemand jetzt vor der Party und er ist der Einzige mit einem Alibi, weil er halt die ganze Zeit diese Scheiße gesäubert hat. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ultimatives Glück und so, ne? Hast du schon vorgelesen? Na, ich denke, da kann man mir auch nicht helfen. Alright. Naja, solange es nur sauber machen ist, überlass es ruhig mir. Ich bin da so eigentlich sogar ziemlich gut drin. Das dachte ich mir schon. Du sahst für mich aus wie jemand, der ein guter Zuhause-Bleib-Dead ist. Ich nehme das einfach mal als Kompliment. Okay. Ich kümmere mich ums Kochen. Okay, also ich muss ein paar Zutaten vorbereiten. Dann kann ich kochen im alten Gebäude anfangen. Wir wissen noch nicht mal, ob da eine Küche ist. Das ist wahr. Ihr könnt einfach hier kochen und alles rüberbringen. Ich meine, das sind keine 3 Meter weg oder so. Hast du dir mal seinen Körper angeguckt? Wir haben auch noch eine Katze mit Muskeln. Die Katze mit Muskeln würde aber sobald Hähnchenfleisch dabei ist, das alles schon vorher essen. Ja gut, die andere Muskeltussi ist halt leider auch. Und Byakuya können wir es auch nicht überlassen. Ja, das ist halt das Problem. Aber wir haben trotzdem noch genug Leute. Moment, das Prinzessin könntest du doch nicht tun. Ja, dann würde wieder mal so ein komischer Typ ankommen und würde sagen, nee.
darfst du nicht. Ich, Kazuichi, verbiete dir das. Außerdem, wir können es auch nicht Shiaki überlassen, die schläft noch währenddessen ein. Ja, ich glaube, über Fuyuhiko müssen wir gar nicht erst anfangen zu reden. Ja. Ich glaube, Mahiro würde das auch nicht machen. Die würde ankommen und würde sagen, das ist Männerarbeit. Nee. Die würde es machen. Die würde ankommen und würde sagen, das ist Männerarbeit. Nein. Glaube ich nicht. Bis jetzt von ihrem Charakter her glaube ich das nicht. Mal überlegen. Wir könnten Monomi fragen. Wer war das noch gleich? Usami. Ah. Ja. Nein. Also der Hauptcharakter könnte es tun. Meinst du, dass Protagonist schon dafür überhaupt in der Lage ist? Mhm. Okay. Soll ich weiterlesen? Ja. Ich, Teruteru Hanamura, werde mich vollkommen anstrengen. Ich werde die weltbesten Gerichte für euch alle zubereiten. Wenn... Sie könnte es auch machen. Dann, lasst uns einfach mal die Feierdetails mit Fuyuhiko teilen. Nun, dann lass uns zu unserem Business nachkommen. Nach Monokumas nächtlicher Ankündigung treffen wir uns alle beim Gebäude.